Diesmal beginnt unser Dialog mit Bildern am Flughafen von Barcelona. Wir sind gekommen, um der sensationellen Eröffnung des Museo Teatro Dalí in Figueras am 28. September zu filmen, das ganze große und international beachtete Ereignis zu erleben. Mein Gast ist Arno Breker, der an einer Büste Salvador Dalis arbeitet und hier in Port Lligat, wo Dalí sein Atelier hat, an dieser Büste weiterarbeiten will. Man kann ruhig sagen, dass die ganze Welt hier zusammengekommen ist, die ganze Kunstwelt, um diesen Dialog mit einem Gesamtkunstwerk zu beginnen. Das Museo Teatro Dalí hat eine seltsame Geschichte, hat eigentlich in sich die Geschichte unseres Jahrhunderts vereinigt. Die ganze Gegend hier von Cadaqués ist buchstäblich eine Präfiguration seiner Kunst. Während der Fahrt unterhalte ich mich mit Breker, der diese Landschaft zum ersten Mal sieht, über die Eigenart dieses Gebietes. Dieser starke Kontrast von Licht und Schatten, das ist so dalianisch. Und die Sparsamkeit der Farbe. Denn am Phänomen Dalí wird klar, dass Fantasie und Realität einander vollkommen durchdringen können. Also ich habe ja vor, wenn hoffentlich gelingt es mir, den Dalí dazu zu bringen, eine große Ausstellung seines gesamten grafischen Werks in der Albertina in Wien zu zeigen. Für mich ist Dalí der Künstler unseres Jahrhunderts. Und da ich Ihnen natürlich meinen Dialog mit Bildern als eine Anregung Ihres Dialoges bringen will und bisher so gebracht habe, bitte ich Sie um Ihr Verständnis für meine ausgesprochene Vorliebe für sein Werk. In den 30er Jahren und 40er Jahren, frühen 40er Jahren, ist ja Dalí von zwei Künstlern ungeheuer fasziniert. Raphael und Ingres. Ich habe Dalís Werk und Leben studiert. Und für mich ist dieser Künstler ein Modellfall des zeitgenössischen Genies, das immer versucht hat, ein Gesamtkunstwerk hervorzubringen. Und ich glaube, dass im Museo Teatro Dalí dieser Versuch tatsächlich zu einem vollkommenen Resultat geführt hat. Wunderwerk steht. Ja. Das ist ein ungeheuer eigenartiger Bau. Sie werden staunen. Ja. Wir haben einen guten Tag erwischt. Gott sei Dank, dass die Sonne da ist und alle Schatten und so, wie es in den Bildern zu sehen ist. Ich freue mich wahnsinnig. Ja. Also nach dem Labyrinth, das wir durchfahren haben, von winkeligen Gassen kommen wir. Jetzt werden wir gleich das Haus Dalí sehen. Schon das Atelier Dalí ist ein solcher Versuch, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das mit der Landschaft in völliger Harmonie zusammensteht. Die Bucht, nicht, die er so oft gemalt hat. Hier ist ja also der Christus von Port Lligat entstanden. Und es ist also nicht nach irgendeinem Konzept entstanden, sondern gewachsen, wie ein Lebewesen. Voriges Jahr war ich hier, da hat es die Kuppel noch nicht gegeben. Ach nein. Die hat er jetzt aufgesetzt. Weil er wahrscheinlich das Gefühl hatte, zu diesen vielen vertikalen und horizontalen, kubischen Formen gehört nun was Vegetatives. Und er wollte natürlich zur Kuppel des Museums ein Pendant an seinem Haus schaffen.
Nichts daran ist Willkür oder wie man auf den ersten Blick vielleicht, wenn man es in einem Buch sieht, als spleenig bezeichnen könnte, verrückt, sondern es ist das dreidimensionale Äquivalent zur Malerei Dalis. Umgeben von diesen seltsamen Dingen, die alle der bildnerischen Welt Dalis entsprechen, aber auch wie dieser Stein hier ein Teil katalanischer Landschaft sind, hat Dali sein Lebenswerk geschaffen. Ausgangspunkt dieses Labyrinths war ein ganz kleines Fischerhaus, das schon sein Vater kurz nach der Jahrhundertwende erworben hatte. Die Poesie dieser Landschaft passt sehr wenig zum Trubel der Erwartung der Eröffnung seines Museums, denn hier kommen sehr, sehr viele Menschen zusammen und bevölkern den Strand vor seinem Haus. Kurz nachdem ich angekommen bin, hat Dali sich sofort für meinen Wagen, von dem ich ihm schon des Öfteren erzählt hatte, während er noch im Bau war, interessiert. Vor allem die Intarsien, die ich entworfen habe, will er sehen. Mais très bon, hein, regardez les. C'est très joli parce que les femmes nues, ils ont le semble des anamorphoses. Oui. Vous voyez, c'est ces choses qu'on met un con et ça rétablit. C'est comme les oiseaux que vous avez donné à Eva. C'est exactement ça. Faisans, ouais. Et la tête de l'aigle et l'œil de Dieu là. Dali, mit dem ich seit 1950 immer wieder zu langen Gesprächen zusammengekommen bin, hat mich immer wieder bestärkt in dem Versuch, auch die Kunst auf jeden Lebensbereich zu übertragen. Und wahrscheinlich auch daher sein großes Interesse für einen solchen Versuch, hier in einem Wagen Kunst überall zu verankern. Natürlich umlagern Journalisten von früh bis spät jeden Schritt Dalis. Alles, was er spricht, wird festgehalten. Et vous dites que vous avez eu, que vous connaissez, il n'y a pas Dali, mais vous avez eu une rencontre spirituelle avec mais lui. Mais bien sûr, n'est-ce pas? Qui n'a pas ça? Quel artiste, n'est-ce pas? Reste insensible contre un phénomène, n'est-ce pas? En face d'un phénomène comme Dali, n'est-ce pas? Ouais, mais qu'est-ce que représente Dali pour vous un peu? Hier wird Anno Breker interviewt, was er von Dali hält. Für ihn ist Dali die Personifikation der Sensibilität vis-à-vis der Natur, das Inkarnat Kataloniens. Avec cette belle éclairage, comme ça vous dit. Incroyable, il y a tout ça fait à la main. Na, ich dachte, du denkst, wie ich es dann immer aus. Neben den Journalisten und Berichterstattern aus aller Welt sind natürlich auch die Dali-Fans, die schönen Frauen, die Künstler, die Freunde des Hauses zusammengekommen. Denn das ist, Dali ist vor kurzem 70 Jahre alt geworden, das große Fest, die Krönung seines Lebenswerks. Hier im Hause Dalis konzentriert sich das Gespräch sofort auf Arno Breker, der hier zum ersten Mal
Dali vorgestellt wird. Und Dali, der ein großer Bewunderer Canovas ist, sieht in Breckers Werk eine Fortsetzung des Klassizismus. C'est la preuve flagrante et la première de que Jupiter, entre beaucoup d'autres choses, il avait devenu pédéraste, puisqu'il s'était transformé en aigle pour prendre un jeune éphèbe et l'amener à l'Olympe. J'ai fait aussi une statue de Ganymède avec l'aigle. Ah, ça, je ne savais pas. J'ai même pas une photo. Et comment ils étaient? Comment on les a fondus ou comment ils étaient dans... Non, c'était, ils ont cassé. Cassé. Breker erzählt, Dali, dass fast sein gesamtes Lebenswerk durch die Ereignisse des letzten Krieges zerstört wurde. Un officier avait besoin de valises, il a jeté toutes les pellicules, n'est-ce pas, dans la boue, il est parti. Nicht einmal Fotos sind von seinen Werken erhalten geblieben. Des documents, oui. Il est seulement les documents de mon exposition à Paris. Non, mais il a des branches chez lui à Düsseldorf qui sont merveilles. Il n'y a pas mieux. Dali empfindet dieses Schicksal Breckers als besonders tragisch an einem Tag wie diesem, wo er doch in einem Museum sein gesamtes Lebenswerk zusammenfassen konnte und der Öffentlichkeit zeigen kann. Parce que ce musée, ça se plaît beaucoup pour les sculptures. Ah oui, magnifique. Aristide Maillol, il était élève de cette époque. Et après, il a le malheur, on peut dire, de devenir le sculpteur préféré d'Adolf Hitler. Oui, c'est et à cause de ça... Je suis foutu, comme on dit en France, n'est-ce pas? Breker spricht davon, dass er verloren sei, einfach dadurch, dass Hitler ihn als Bildhauer allen anderen vorgezogen hatte. Aber Dali meint, dass er im Rahmen des Museums Teatro Dali eine Wiederauferstehung Breckers inszenieren kann. À Barcelone. Alors le même jour, le meilleur cordonnier. Alors le même jour que vous me téléphonez, que lui arrive, vous avez vu le clé. C'est ça. Tout de suite. La magie, comme toujours. Voilà. D'accord. Voilà. Hier spricht Dali einen Toast auf die Wiederentdeckung Breckers aus. Au musée de Figueres. Merci. Im Rahmen dieses Der Trubel um die Eröffnung ist unvorstellbar. Nach stundenlangem Warten und Schlägereien mit der Polizei gelingt es endlich, den Eingeladenen das Museum zu betreten. Überall herrscht Freude und Empörung.
Zorn und Freude, ein seltsames Gemisch, das vielleicht für spanische Verhältnisse ganz normal ist. Aber die angereisten Journalisten sind kopflos. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Wie an Dali herankommen. Hier stellt mich Dali den Ministern vor, denn die Zeremonie der Eröffnung ist typisch spanisch und folgt einem strengen Protokoll. Dali, le choir est là. Si vous voulez, vous pouvez monter par là. Ils sont tous là. L'orchestre et le choir. Für Dali, der sich immer zum Katholizismus bekannt hat, ist auch die Einweihung des Museums durch einen Würdenträger der Kirche von großer Bedeutung. Nun beginnt die Führung durch das Museum, in dem, wie schon gesagt, nicht nur die Werke Dalis ausgestellt sind. Hier der fantastische Schmuck einer Gruppe kalifornischer Kunsthandwerker. Alex and Lee. We collaborate, yes, to reach our moment of atonement. Could you tell me what the symbolism in detail of such a piece would be? Well, quite frankly, we're not conscious of the symbolism of our work. You work like dreaming. We are. Die Mystik des Orients und die Schönheit des Jugendstils haben hier eine neue Symbiose gefunden. Diese beiden Künstler sind eine Entdeckung Dalis und werden hier in diesem Museum zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Alex and Lee. Der Bursche, der da sitzt, der hat das ein. Ja. Ganz in der Tradition seiner indochinesischen Vorfahren. Also hier eine Gruppe aus San Francisco, die sich mit fantastischen Kostümen beschäftigt. Das ist der größte Skulptor unseres Tempos, der Herr Brecker, der gerade den Buster des Busto de Jean Cocteau. Hier weist Dali auf die Büste Jean Cocteaus hin, die Brecker dem Museum gestiftet hat. Moldes de 18 metros de alto.
Wieder spricht er von der Wiederentdeckung Brekers im Rahmen dieses Museums. Hier ein Bild von Pichot, einem katalanischen Maler, ebenfalls eine Entdeckung Dalis. Die Steine, das Spiel von Licht und Schatten, das wir auf der Reise nach Portlligat schon beobachten konnten, dieses Spiel ist sozusagen das Modell geworden eines jungen Malers, den der Dali entdeckt hat und der auch, so wie Dali selbst, ein Phänomen Kataloniens ist. Alles, was Sie im Werk Pichots sehen, ist der Natur und der Beobachtung der Natur entnommen und ist sowohl realistisch wie auch fantastisch. Monsieur Pichot, je suis très heureux de vous connaître. Très heureux de vous connaître. Vous admire beaucoup. Je trouve que la découverte de votre œuvre par Dali, c'est une sensation dalinienne. Oui, peut-être. Et je trouve aussi que votre peinture est comme la peinture de Dali, tout à fait catalan. Man kann von Pichot sagen, dass er ein Schüler Dalis ist. Und doch ist das nicht in einer äußerlichen Weise zu verstehen. So wie Dalis Werk ist auch Pichots Werk wirklich der katalanischen Landschaft entnommen. De la peinture maniériste, il y a la côté bien sûr de Archimboldo, mais ça va plus loin à mon avis, parce que le hyperréalisme. Und wie Dalis Werk zeigt auch das Werk Pichots eine ungeheure Meisterschaft und Akribie, eine Technik, die nur mit der der alten Meister verglichen werden kann. Dites comment, comment êtes-vous arrivé à cet point de vue? C'est un procès très lent, mais en réalité, wie sind Sie zu dieser Vision, alles aus Steinen zu bauen und dann zu malen, gekommen? Und auf diese Frage antwortet Pichot: Ich lebe unter Steinen. Überall, wo ich hinschaue, sehe ich die wunderbare Farbigkeit dieses Gesteins. Und es gibt nichts Schöneres, als diese Beobachtungen in Bilder umzusetzen. Und der Kosmos, der uns umgibt, ist mit dem Kosmos in uns, mit dem der Fantasie, identisch. Pour moi, ce n'est que ça. Enfin, vous êtes le grand maître de ces choses-là. Je n'ai rien à vous raconter. Je vous admire beaucoup. Je suis un grand admirateur de votre œuvre. Nous allons voir encore quelques toiles. Im Zentrum des Atriums steht meine Skulptur der Königin Esther, die Dali für sein Museum erworben hat. Das geheime, das verborgene Zentrum aber dieses Museums ist eine Schatzkammer, eine sakrale Schatzkammer. Hier sind alle Objets, die Dali kreiert hat, versammelt. Vergoldete Fischskelette, ein byzantinischer, ein orientalischer Prunk und die Mystik Spaniens sind in jedem dieser Gegenstände zusammengefasst. Spanische Tradition und Surrealismus finden zu einer völlig neuen Einheit. Goldenes Brot in goldenem Korb. Und immer wieder der Corpus Christi. Denn das Spätwerk Dalis befasst sich vorwiegend
mit religiösen Themen. Double-Image, das Doppelbild. Hier eine bemalte Plastik. Auf der Stirn eine Szene aus Velázquez. Infantenbild. Die Augen werden wieder zu Köpfen. Immer wieder das Thema des Gegenstands im Gegenstand, zusammengefasst von einer großen Form. Wer dieses Museum durchstreift, bewegt sich wirklich in einer Wunderwelt. Und das Gesamtkunstwerk, das vielleicht der Wunsch so manches Künstlers war, ist tatsächlich, zumindest in diesem Jahrhundert, nur einem Künstler gelungen. Salvador Dali. Hier das ehemalige Foyer des Theaters, von einer Kuppel gekrönt, die Dali ausgemalt hat, ganz in der Tradition des spanischen Barock. Besonderes Augenmerk hat Dali darauf gelegt, dass auch sämtliche Gegenstände, die er in seinem Leben gesammelt hat und die er als mit seinem Werk und der modernen Kunst in Zusammenhang erkannt hat, versammelt wurden. Das hier ist ein Wandteppich, der nach einem frühen Gemälde von Dali gewebt wurde. Das Motiv der weich gewordenen Zeit. In einem kleinen Raum, den Dali Tresor nennt, sind auch seine frühen Bilder zu sehen. Hier ein kubistisches Gemälde Dalis. Und die berühmte Leda Atomica. An diesem Bild sehen Sie seine Sehnsucht, die Kunst der alten Meister wieder zu entdecken. Dieses Bild Dalis, das die Landschaft von Portlligat schildert, ist aus den späten 20er Jahren und kaum größer als eine Postkarte. Es ist so ungeheuer scharf und genau gemalt, dass man es ohne Lupe kaum betrachten kann. Aber bis heute ist das Lieblingsthema Dalis das Bildnis seiner Frau Gala geblieben, die er immer wieder gemalt hat. Von dieser Realistik des Brotes zur Vision des Kuppelbaus, in dem die Mariengestalt schwebt, führt ein langer Weg, und es ist der Weg der Sehnsucht Dalis, dieses Bauwerk zu verwirklichen. Und das Museo Teatro Dalí ist tatsächlich die einzige Verwirklichung des Traums eines Künstlers, sein Bild in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Krönung seines Lebenswerks.